Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Pokémon Silber, hier in Azalea City, wo wir ehrlich gesagt zuletzt angekommen sind und erstmal die Fleckmons vor den finsteren Machenschaften des wieder auferstandenen Team Rockets, jetzt habe ich den Faden verloren. Also die Fleckmons, die wir vor den finsteren Machenschaften des wiederauferstandenen Team Rockets, gerettet haben. Denn die haben, vorgehabt, die Routen der Fleckmons, gewinnbringend zu verkaufen. Weshalb, weil die angeblich gut schmecken. Ich denke mal, das hat auch vielleicht irgend so eine Potenzsache, wenn ihr eine Fleckmon-Route ist, dann könnt ihr, echt fit sein, oben wie unten. Oh yeah, baby. Aha. Naja, auf jeden Fall haben wir, deren Treiben, ein Ende, bereitet. Mhm. Und nun? Ach ja, der liebe Kurt hat uns, Kurt, ein Aprikokoball Hersteller hier in Azalea City, hat uns, zu Danke, einen Köderball, gegeben. Und wir haben ihm, auch ein Aprikoko-Weiß, gegeben, damit er für uns, ein paar Aprikoko-Bälle, herzaubern kann. Aber das dauert, nur mal einen Tag und, wir werden, zu dem Zeitpunkt, längst nicht mehr hier sein. Tja, so ist es nun mal. Auf jeden Fall werden wir, die Arena von Azalea City, die Käfer-Pokémon-Arena, absolvieren und beenden. Und? Azalea City Pokémon Arena? Mhm. Gut. Ja, wir werden die Arena gleich mal schaffen. So, oder was sagst du? Yo, Herausforderer! Kai ist zwar jung, aber sein Wissen über Käfer-Pokémon ist unübertrefflich. Ohne meine Tipps wird der Kampf für dich sehr hart. Mal sehen, Käfer-Pokémon mögen kein Feuer. Auch Flugattacken sind sehr effektiv. Genau, weshalb wir, diese Arena, hier sowas von niederrasieren, werden. Durch die Windstoßattacke von Boss, unserem Taubsee. Und ja, irgendwo gab es, glaube ich, das Item Hackattacke ja. Müsste ich mir mal gucken, wo wir es, kriegen. Dadurch werden, die Flugattacken von Taubsee, noch um einiges stärker. Du willst den Leiter sehen? Aber wir kommen zuerst! Ha! Das wollen wir doch mal sehen! Ute! Erinnert mich jetzt an die resolute Ute! Hm? Ah, Eva und Ute! Schicken Ladybug in den Kampf! Ja. Die Doppelkämpfe kamen ja erst ab Generation 3. Hm? Eine gute Neuerung, die, noch mal etwas mehr Taktik, in die Spiele, reingebracht haben. Naja, aber... Ah, verdammt nochmal. Das läuft, jetzt auch nicht allzu gut, jetzt ja. Ah, Werbarak. Eigentlich solltest du grün anstatt bläulich, sein. Naja, was soll's? Auf jeden Fall Werbarak. Das erinnert mich, an die eine Pokémon-Episode, ja. Wo, die Pokémon-Polizei. Ah, Ruckzuck-Hieb haben wir jetzt erlernt. Gut. Ja. Wir vergessen, die Tackle-Attacke. Hm. Ruckzuck-Hieb ist ja zum einiges besser, ja. Hm. Auf jeden Fall an die eine Pokémon-Episode erinnert mich das, ja. Um Himmels Willen! Nein, das ist eine Serie auf dem ersten Jahr. Also, diese eine Episode, ja. Da waren, Ash und Co., in eine Stadt, gekommen, wo anstatt, Käfer-Pokémon sind cool und tough. Ich beweise es hier. Ja, okay. Auf jeden Fall sind Ash und Co. in der Stadt angekommen, wo anstatt Fukanos, Werbarak, die treuen Gefährten der Pokémon-Polizei, waren. Um Officer Robby. Okay, nicht Officer Robby, sondern Officer Rocky, ja. Mhm. Denn das ging, durch, einen Vorfall vor vielen Jahren, da zurück. Wo, eine Vorfahrin von Officer Rocky zusammen, mit einem Werbarak, einen Meisterdieb, geschnappt haben. Hm?
ein Meisterdieb, der Ersack auch Ersack Mauzi Ersack hatte und mit Hilfe der Attacke Zahltag Ersack ja so manche Verbrechen Ersack begangen haben. Mhm. Meisterhafte Verbrechen, wo Ersack nur Officer Rocky und ihr Bewarak Ersack ihm Einhalt gebieten konnten. Und Team Rocket, also James, Jesse und Mauzi, die haben Ersack, naja, das ganze Ersack wieder zum Vorschein gebracht. Haben dann Ersack auch einen auf Meisterdieb Ersack gemacht. Bloß mit dem einen Unterschied, du hast bewiesen, wie tough du bist. Ja, schön. Aber bloß mit dem einen Unterschied, Ersack, ja, dass Ersack Mauzi Ersack kein Zahltag Ersack beherrscht. Das war Ersack, naja, das einzig Blöde Ersack an deren Plan. Weshalb die Ersack die Kronkorkensammlung von James Ersack benutzen mussten. Für ihre Diebeszüge. Naja, aber wie auch immer, am Ende hat das gute Ersack mal wieder gesiegt. Oh ja. Gut. Also gut, Käfer, Sammler Axel, ich mache dir Ersack jetzt auch platt. Und ich lasse mich jetzt, Ersack, nicht wieder vergiften. Stimmt ja, wir haben eine Gegengiftbeere, ja. Die müsste Boss, Ersack, mal tragen. Wäre besser. Ach ja, und Ersack, vor mein Fenster regnet es immer noch. Oh, ist das blöd. Und wie blöd ist das, Ersack, auch, dass wir, Ersack, immer noch, Ersack, keine weitere Entwicklung, Ersack, kriegen. Es dauert doch noch eine halbe Ewigkeit, ja. Kaum zu glauben. Früher, Ersack, ja, da war ich, Ersack, mit dem Entwickeln meiner Pokémon, Ersack, auch ein bisschen schneller. Naja, aber früher, Ersack, habe ich, Ersack, auch mal Offscreen-Training, Ersack, gemacht. Obwohl, nein, eigentlich habe ich, Ersack, auch so auch, Ersack, mal meine Pokémon trainiert. So, ruckzuck, hieb, tauf sie. Bam! Das Beaver wurde platt gemacht. Yo! Level 17 kriegen wir, Ersack, auf jeden Fall auch. Obwohl, ja, das müsste, Ersack, der große Augenblick von Taubsi, Ersack, jetzt sein. Der Augenblick, wo, Ersack, Taubsi zu Tauboga wird. Du hast die Fleckmons gerettet? Oh Mann, bist du stark. Aber meine ausgewachsenen Pokémon sind auch sehr stark. Mag zwar sein, aber... ja, Taubsi ist besser. Er ist nicht ohne Grund, Ersack, der Boss. Hier in der Arena. Wie passend. Ah, Paras. Pflanze Käfer. Ja, um einer hätte ich mich, Ersack, auch darum... umentschieden, Ersack, ja, anstatt Ersack Knofensa, Ersack Paras, Ersack ins Team zu nehmen. Aber nein. Das ist super. Level 17. Die Entwicklung von Boss. Oh. Das hört sich jetzt so an, als hätte er Verstoppung. Aber gut. Oh ja. Die Entwicklung von Boss wird gleich beginnen. Nicht wahr, Kai? Ich bin Kai. Ich verliere nie. Wenn es um Käfer-Pokémon geht. Meine Forschung macht mich zu einer Autorität auf diesem Gebiet. Lass mich demonstrieren, was ich gelernt habe. Spin Jitsu. Und die Macht des Feuers. Kai ist außerdem, einer der Namen, der Hauptcharaktere aus der Serie Ninjago. Und er sagt aus dem Ninjago-Film, ja. Den habe ich mir, noch nicht angeguckt. Denn, naja, ich bin halt, ich gebe es zu, Fan der Ninjago-Serie, ja. Habe er Staffel 1 bis 7? 6? Weiß jetzt nicht so genau. Zählt er, das eine Special, was er im letzten Jahr zu Halloween, gab, dazu als Staffel? Weiß ich, jetzt nicht so genau. Aber auf jeden Fall ja. Ich bin ein Fan dieser Lego-Serie, ja. Und ja, ich bin, mit dem Film, ein bisschen skeptisch. Ob ich mir den, anschauen sollte. Manche Trailer waren zwar amüsant, aber ja, das ist, nicht das Ninjago, das ich, kenne. Und, naja, zu schätzen weiß. Ja, ist halt ein bisschen... Naja.
Aber mal sehen. Ich denke, er sagt, im Film werde ich mir auf jeden Fall Erzak angucken, wenn er erstmal auf DVD rauskommt. Und er sagt, in der Videothek erhältlich ist. Mhm. Und ja. Boss? Du bist wunderbar. Level 18 hast du gleich erreicht, wenn du Sichlor, Erzak, besiegst. Gut. Sichlor. Das Boss-Pokémon von Kai. Oh, hat auch Ruckzuck-Hieb drauf. Mhm. Und ist auf Level 16. Aha. Okay. Wartet. Ich werde lieber mal einen Trank-Erzak einsetzen. Ich gehe da jetzt mal einfach mal auf Nummer sicher. Okay, Zornklinge. Bringt zum Glück Erzak nicht allzu viel. Aber Sichler ist um einiges stärker. Und die Attacke ist zwar nicht effektiv, aber je mehr man den Angriff einsetzt, umso stärker wird sie. Aber was soll's, so stark wurde sie jetzt nicht. Und nun, Level 18. Boss ist das erste Pokémon, was sich gleich entwickeln wird. Wunderbar. Erstaunlich, du bist ein wahrer Pokémon-Experte. Meine Forschungen sind noch nicht abgeschlossen. Okay, du gewinnst. Nimm diesen Orden. Phantom erhält 1600 Pokédollar und schickt einen Teil nach Hause. Hey, Boss entwickelt sich. Super. Darauf habe ich gewartet. Boss, dein hartes Training hat sich ausgezahlt. Und Glückwunsch, dein Boss wurde zu Tauboga. Oh yeah. Wunderbar. Phantom erhält den Insektorden. Aber in irgendeinem anderen Spiel, Erzak, hieß dieser Orden Käferorden. Warte mal, Käferorden. War das jetzt entweder, Erzak, in der Einar-Region bei Arti? Oder, Erzak, in der Carlos-Region bei der einen Lady, Erzak, da? Obwohl, nee, der Ort Käferorden, Erzak, in der Carlos-Region müsste der Krabbelorden gewesen sein. Also müsste der Insektorden, also der Käferorden oder wie auch immer er sagt hier, in einer er sagt gewesen sein, in der Stadt, die er sagt an New York City er sagt angelehnt ist. Ja. So wird es wohl irgendwie sein. Naja. Kennst du die Vorzüge des Insektordens? Nein. Durch ihn gehorchen dir Pokémon bis zu Level 30. Deine Pokémon können Zerschneider nur noch außerhalb des Kampfes anwenden. Bitte nimm auch dies. Die TM49. Zornklinge. Da muss ich nicht großartig nachgucken. Ja, Zornklinge. Wird das Ziel getroffen, gewinnt die Attacke jede Runde an Stärke. Je länger der Kampf dauert, desto besser wird der Angriff. Ist das nicht toll? Ich selbst habe diese Entdeckung gemacht. Ja, schön für dich. Und schön für uns, dass Boss Erzak jetzt ein Tauboga ist. Ist jetzt um einiges stärker. Wunderbar. Unsere Mühen zahlen sich unsere Mühen zahlen sich Erzak aus. Gut, dann als nächstes wird es wohl mal Zeit, dass Sir Kroko Erzak sich auch mal weiterentwickeln wird. Oder kann. Gut. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, gehen wir Erzak gleich mal. Warte mal, erstmal ins Pokémon Center, ja. Und danach begeben wir uns mal in Richtung Steineichenwald. Auf dem Weg zu Orden Nummer 3. Dukatia CD. Und vor allem, auf dem Weg, zu unseren nächsten Teammitgliedern, ja. Denn es dauert, noch ein bisschen nach, Dukatia City. Was ist jetzt los? Oh, verdammt, Nagato. Sag mir etwas. Ist es wahr, dass Team Rocket zurückgekehrt ist? Ja. Was? Du hast sie geschlagen? Ha! Hör auf zu lügen. Du machst keine Witze? Dann lass uns sehen, wie gut du bist. Und ich habe jetzt nicht gespeichert. Na gut, Nagato. Wir machen dich, Erzak, auch genauso platt wie Erzak, na. Und wo hat er jetzt eigentlich Nebulak, Erzak, her? Gute Frage. Ah, verdammt, außer Aquaknarre können wir Erzak gegen Nebulak
Er sagt jetzt sowieso, er sagt nichts machen. Ah, oh, verdammt nochmal, Paralyse? Okay, das läuft nicht gut. Läuft nicht allzu gut. Aber, ja, dieses Nebulak, ah, Paralyse, Mist. Aber wie gesagt, dieses Nebulak wird uns Erzak nicht platt machen. Nein, 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 das wird es Erzak nicht tun. Wir werden siegen. Wir werden Sieger sein. Oh, 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 wir werden Sieger sein. Pokémon, at once go. Da, 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 da. Immer die Besten sein. Ah, verdammt mal, den Rest des Zeugs habe ich irgendwie vergessen. Wusste ich, er sagt mal, er sagt etwas besser, er sagt ja. Ja, ja, in der Tat. Den Text wusste ich, er sagt mal, ein bisschen besser. So, Boss. Dein Auftritt. Erledige jetzt mal mit einem Windstoß dieses Lorblatt. Oh yeah. Bam. Boss regiert mal wieder das Spiel. Und der Heuler schlug fehl. Das ist wunderbar. Einfach great. Und Lorblatt wurde besiegt. Sir Coco, 240, gut. Level 17. Boss. Ah, hat auch fast das nächste Level erreicht. Zubat. Okay. Sir Coco, du musst, auch wenn du noch paralysiert bist, du musst jetzt doch mal kämpfen. Ich will es, Elsack, so haben, dass du dich, Elsack, bald... Oh, verdammt nochmal. Das... Ah, oh, nicht schon wieder. Oh, jetzt haben wir Verwirrung? Okay, so kannst du dich, Elsack, nun wirklich, Elsack, jetzt, Elsack, nicht weiterentwickeln. Okay, wir tauschen aus. Komm schon, James. Dein Einsatz. Du brauchst ja auch noch, Elsack, ja, ein paar Erfahrungspunkte, meine ich. Okay. Dieser Biss haut er sagt wirklich rein. Na gut, schlaf, Puder. Nein. Ah, gut. Ich verstehe das jetzt, er sagt, nicht. Weshalb er sagt, hat Schlafpuder und so, er sagt, keine Wirkung auf Pflanzen oder Gift-Pokémon. Hm. Mysteriös. Aber gut, dann wissen wir, er sagt schon mal, er sagt, das Superschall, er sagt, nichts gegen James, er sagt, bringt. Gut. Mhm. Der Wickelangriff ist also auch nicht schlecht. Gut, er ist sowas von eingewickelt. Jetzt auf einmal. Jetzt auf einmal funktioniert er, sagt Superschall. Oh, verdammte Axt. Ja, jetzt kriegt er, sagt, glaube ich, jeder, sagt mal was ab. Ja, vielleicht sollte ich, bevor wir, sagt, die nächste Arena, sagt, einen Angriff nehmen, doch mal ein bisschen Offline-Training, sagt, betreiben. Hm, wenigstens so, dass alle vielleicht, sagen wir mal, auf Level 20 oder vielleicht, sagt mal, auf Level 8. Ja, vielleicht, sagt, doch mal auf Level 20. Hm. Ui. Nutzlose Pokémon. Hey du, du hast nur gewonnen, weil meine Pokémon schwach sind. Nein, weil du kein Vertrauen in deine Pokémon hast und weil du sie nicht liebst und pflegst. Ich hasse Schwäche. Pokémon-Trainer, es macht keinen Unterschied, wer oder was. Ich werde stark sein und das Schwache auslöschen. Das gilt auch für Team Rocket. Nur gemeinsam sind sie stark. Aber triffst du auf einen allein, ist er schwach. Ich hasse sie. Geh mir aus dem Weg! Ein Schwächling wie du ist nichts mehr als eine Ablenkung. Hätte jetzt gedacht, der stößt uns davon. Aber gut. So, dann ab wieder. Wieder ab ins Pokémon Center. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Gut. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Oh ja. Gut, danke. Deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Jo, das werden wir. Jetzt aber nicht. Denn jetzt... ja, unsere Pokémon sind wieder geheilt. Gut, denn jetzt müssen wir erstmal... Warte mal, wie sieht's mit der Zeit aus?
Ja, die Zeit sieht gut aus. Dann können wir, sag doch nochmal, in den Steineichenwald gehen. Der Wald wird von seinem Schutzpatron bewacht. Mach keine Dummheiten. Oh ja, Schutzpatron Celebi. Oh ja. So, aber ehe wir, sag, hier weiterkommen können, ja, kriegen wir es, sag, jetzt erstmal. Ach nee, Hornliu. Okay. Dann ist jetzt die Zeit gekommen. Meine Rache wird kommen. So, noch einmal wirst du mich nicht vergiften. So, Volltreffer. Gott. Ach ja, jetzt müssen wir erstmal ein kleines Rätsel machen. Oh Mist, mein Boss wird sauer sein. Das Porenta, das mit dem Zerschneider Bäume fällt, um nach Holzkohle zu suchen, ist abgehauen. Ich traue mich nicht in den Steineichenwald, um nach ihm zu suchen. Er ist so groß, dunkel und unheimlich. Keine Sorge, dafür sind wir da. Hm, dieses kleine Rätsel machen wir noch. Hallo. Das ist das verschollene Pokémon. Quack. Ey. Hau nicht einfach ab. Warte mal. Ah, hier gibt es ein Item. Wusste ich nicht. So. Beleber. Das hätten wir schon ein paar Mal gebraucht. Ja, gut. Na, dann wollen wir doch jetzt mal gucken. Wir machen mal einen Überraschungsangriff. Mhm. Ach ja, das ganze Rätsel war Hardgold und Soulsilver. Quack! Ein bisschen anders. Mhm. Quack! Ja, ja, das ganze Rätsel war in Hardgold und Soulsilver ein bisschen anders. Da war es auch noch so mit einer. Na, was war denn das noch? Ästen, die auf dem Boden knacken, wenn man drauf tritt. Mhm. Da konnte man noch nicht mal das Porenta ansprechen. Mhm. Ja, ja. So. Und ich sammle jetzt einfach mal ein bisschen Erfahrungspunkte, Okay, okay, okay. Wo ist dieses Porenta jetzt abgeblieben? Ah, da ist es. Ist ganz schön weit, gelaufen, muss ich sagen. Aber gut. Gleich haben wir es. Und sobald wir das haben, kriegen wir auch die VM-Zerschneider. Wodurch wir unseren Weg hier fortsetzen können. Oh ja. So. Quack! Ich glaube, ich habe hier den. Ja, ich habe den falschen Weg hier genommen. Quack! Ja. Sowas von falsch. Quack! Oder vielleicht auch nicht. Warte, wir gehen mal hier längs. Und ja, er muss. Porenta muss, glaube ich, ganz nach oben hin. Oder müssen wir Porenta zu dem Jungen hinführen? Quack! Hm. Quack. Jetzt lass mal in Ruhe. Hm. Quack. Okay, so ganz verstehe ich das jetzt nicht mehr. So. Ja, nochmal Gequake. Wir müssen es, glaube ich, zur Richtung des Jungen, führen. Hm. Okay. Jetzt weiß ich es so ungefähr, wieder. Gut. Na, das wird, noch machbar sein. Ah, ist auch machbar. Quack! Ja. Wir haben es geschafft. Ah, und da ist noch der Boss. Wow, vielen Dank auch. Die Pokémon von meinem Boss gehorchen mir nicht, da ich keinen Orden besitze. Wenn ich das richtig weiß, dann ist das doch eigentlich dein Vater. So war es doch, glaube ich, in der Serie. Hm? Ach, mein Porenta. Du hast es für uns gefunden, Kleiner. Wir können ohne es nicht den Zerschneider einsetzen, mit dem wir Bäume fällen, um Holzkohle zu finden. Danke, Kleiner. Wie kann ich dir danken? Ah, genau, nimm dies. Jo, wir erhalten die VM-01. Zerschneider.
Diese VM enthält Zerschneider. Bringen Sie ein Pokémon bei, um kleine Sträucher zu zerschneiden. Du benötigst noch den Orden aus der Arena von Azalea City, um sie einzusetzen. Mhm. Gut. Ah, verdammt nochmal. Das war jetzt ja blöd. Aber gut. Sobald wir dieses Kokuna, sag ich hier, platt gemacht haben. Einmal Aquaknarre des Sieges. Werden wir dann, auch in der nächsten Episode unseren Weg nach Dukatia City, beginnen. Obwohl, ich muss erstmal eine Sache mal nachgucken. Nachgucken. So, theoretisch. Ich will, nicht hoffen, dass es erst, ist, wenn wir, Dukatia City, erreicht haben. Gut, die sind wieder da, also. Du hast Team Rocket vertrieben und bist alleine in den Steineichenwald gegangen. Du hast ja Mut, das mag ich. Komm, trainiere mit uns. Hm. Okay. Es tut mir leid, ich habe dir noch nicht gedankt. Das ist Holzkohle, die ich selbst gemacht habe. Feuer-Pokémon wären froh, so etwas halten zu können. Okay, wir haben die Holzkohle erhalten. Das ist schon mal gut. Die brauche ich ja sag schon mal für Vulpix. Gott. Gut. Na, dann würde ich erstmal sagen, machen wir erstmal doch mal eine kleine Rast im Pokémon Center, essen mal etwas und dann, ja, würde ich dann erstmal sagen, in der nächsten Episode begeben wir uns durch den Steineichenwald auf dem Weg nach Dukatia City. Nein, nicht den Beutel, die vor allem will ich erst in der nächsten Episode benutzen. Oh ja, momentan noch Azalea City, dann kommt der Steineichenwald, dann die Route 34 und... Warte mal, Route 34. Ich muss mal kurz mal in meine Aufzeichnung gucken. Route 34. Nein. Auf der Route gibt es doch, keines meiner neuen Teammitglieder. Gut. Also. Ja, von Route 34 geht's dann, auf den direkten Wege nach Dukatia City. Und dann, ja. Route 35, Nationalpark. Und auf Route 36, dort begegnen wir erstmal unserem nächsten Teammitglied, ja. Mhm. Und damit würde ich jetzt erstmal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Phantom Heart. Ciao.